Und wir wechseln das Thema, denn bald dauert der brutale Angriffskrieg auf die Ukraine ein Jahr. Ein langes Jahr für viele Ukrainerinnen und Ukrainer, auch hier in Österreich, wo sie zwar in Sicherheit sind und mit Blick auf ihre Heimat hoffen, bald dorthin zurückzukehren. Das ist mitunter ein Grund, warum die Integration der Menschen aus der Ukraine oftmals sehr schleppend verläuft. Aber selbst jene, die hier bei uns auf Arbeitssuche sind, müssen einige Hürden überwinden, berichten Yilmaz Gülüm und Sabina Riedl. Katharina Kalijewska an ihrem neuen Arbeitsplatz. In einem Friseursalon in der Heiligenstädter Straße in Wien hat die Friseurmeisterin aus Kiew beruflich eine neue Heimat gefunden. Sie ist im März vorigen Jahres mit ihrer 10-jährigen Tochter vor dem Krieg geflüchtet. Wenn man sitzt und nichts zu tun hat, denkt man nur an den Krieg, die Probleme, die Dokumente. Das macht einen fertig. Aber wenn ich arbeite, bin ich glücklich und erfüllt, nicht erschöpft. Dass sie damit auf die Grundversorgung verzichtet, war ihr klar. Und auch gewollt. Kaum in Wien angekommen, begab sie sich auf Jobsuche. Anfangs war sie bei der Arbeitspsychologin Karin Wenzel in Wien untergekommen, die ihr bei den Bewerbungen half. In Kiew hatte Katharina ihren eigenen Frisiersalon, war auch Unternehmerin. Auf eigenen Füßen zu stehen, war wichtiger als die knappe Sozialleistung. Wenn man arbeitet, hat man eine Chance, ein normales Leben zu führen. Jedes Monat schicke ich meinen Eltern Geld nach Hause und meiner Oma. Das ist normal. Jetzt habe ich diese Chance. Die Sprachbarriere ist da, keine Frage. Katharina macht zwar einen Deutschkurs, aber mit ihrem Englisch kommt sie gut durch und ihre Arbeit spricht für sich. Ihre neue Chefin war anfangs skeptisch. Ihr Mitarbeiter Oliver überredete sie jedoch, der Ukrainerin eine Chance zu geben. Bin überrascht, wie offen die Kunden sind. Ich war es nicht. Ja, ich war nicht so offen, man musste mich überzeugen. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden und funktioniert gut. Katharinas Erfolgsgeschichte ist eher die Ausnahme. Schätzungsweise 20.000 vertriebene UkrainerInnen sind in Österreich, die zwar arbeiten könnten, aber derzeit weder einen Job haben, noch beim AMS vorgemerkt sind. AMS-Chef Johannes Kopf sieht hier ein strukturelles Problem und schlägt eine Lösung vor. Mein Vorschlag war, nehmen wir sie in die Sozialhilfe, geben wir ihnen eine bessere Sozialabsicherung, aber dafür, und jetzt kommt das sozusagen das eigentliche Ziel, dafür verpflichten wir diese Menschen, dass sie, wenn sie arbeitsfähig sind, mit dem AMS zusammenarbeiten. Der Einwand, der da immer kommt, ist, wenn man Ukrainer in die Sozialhilfe überführt, ist das doch erst recht möglicherweise eine Inaktivitätsfalle, wenn man keinen Job finden kann, bei dem man mehr verdient. Ja, ich verstehe diesen Einwand. Auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, ist da auch ein sozialer Gesichtspunkt dahinter. Grundsicherung ist schon okay, wenn es kurz dauert. Aber jetzt sind diese Leute lange da und viele dieser Leute leben untergebracht, unterstützt von österreichischen Familien, die etwa ihr Ferienhaus, ihre Ferienwohnung dafür zur Verfügung gestellt haben und so weiter. Und auch diese Solidarität kann man nicht beliebig dehnen, aus meiner Sicht. Und mit einer höheren sozialen Absicherung kann man diese Leute auch eher in eine Selbsterhaltungsfähigkeit entlassen. Also aus meiner Sicht ist diese Kombination bessere Absicherung, dafür aber den ganzen Tag arbeiten an der Integration oder jeden halben Tag, wenn man die andere Zeit Kinderbetreuungspflichten hat, ist, glaube ich, eine sinnvolle. Am Willen scheitert es bei diesen UkrainerInnen nicht. Die Volkshilfe veranstaltet in Wien regelmäßige Workshops zu allen möglichen Themen über das Leben in Österreich. Gestern an der Reihe Ausbildung und Studium. Gewerbe, Industrie, Handel, Bank, das kann man alles als Lehrberufe erlernen in Österreich. Ja. Manche der TeilnehmerInnen waren schon vor dem Krieg als Studierende in Österreich. Andere sind erst seit März hier. Sie alle arbeiten daran, in Österreich Fuß zu fassen. Ich habe in einem Callcenter gearbeitet, auch als ein Operator. Ja. Und das war schon viel besser. Aber da braucht man also viel mehr Deutschkenntnisse. Weil zum Beispiel, wenn jemand von Tirol will etwas kaufen oder so etwas, das kann ein bisschen kompliziert sein, weil ich verstehe alle diese Dialekte und so etwas nicht so gut wie also Wiener Dialekt. Ja. Ich möchte noch Arbeit finden und vielleicht einen Master hier machen. Ja. Die Volkshilfe kritisiert die Hürden, die Menschen aus der Ukraine überwinden müssen, ehe sie arbeiten können.
Da wäre zuerst die fehlende Kinderbetreuung für die vielen Frauen. Außerdem bürokratische Hürden wie die Beschäftigungsbewilligung. Und dann gibt es auch noch Probleme bei der Anerkennung von Qualifikationen. Wir betreuen ja Leute aus der Ukraine, eine Ärztin, die mit 57 Jahren arbeiten will, aber nicht nostrifiziert ist. Leute, die Hotellerieerfahrungen haben wir blockiert aufgrund dessen, dass die Zertifikate nicht vorhanden sind oder anerkannt werden. Oder eine Doppelmagisterin, die Psychologie und Wirtschaft studiert hat, die letztlich nicht arbeiten kann, weil sie keinen Job hat, wo sie so ausreichend verdient, dass sie sozusagen das Risiko eingehen kann, dass die Zuverdienstgrenze überschritten wird und sie dann es nicht schafft, die Wohnung und die primären Existenzbedingungen zu finanzieren. Auch Oksana Delitkanitsch will einen Job, der zu ihrer Qualifikation passt. In der Ukraine hat sie zuletzt im Marketing gearbeitet. Über AMS und Volkshilfe versucht sie, einen adäquaten Job zu finden. Woran liegt es, dass bisher so wenige andere diesen Weg wählen? Nach meiner Erfahrung löst das Thema Arbeitsmarkt bei vielen Menschen aus der Ukraine Stress aus. Viele haben die Sorge, hier nicht ihren erlernten Beruf machen zu können, sondern Hilfstätigkeiten machen zu müssen. In Österreich herrscht derzeit in vielen Branchen Arbeitskräftemangel. Doch wie sieht es für besser Qualifizierte aus? Gibt es auch für Sie eine realistische Chance, passende Jobs zu finden? Der österreichische Arbeitsmarkt ist sehr aufnahmefähig. Wir haben sehr, sehr viele offene Stellen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass es leicht funktioniert. Gerade besser Qualifizierte brauchen, wenn sie ihre Qualifikation im Markt unterbringen wollen, sehr gute Sprachkenntnisse. Also ich sage jetzt ein Beispiel, ich bin Jurist, als Jurist, wenn ich nach Frankreich gehe, ist der Umstand, dass ich Jus studiert habe, relativ wenig wert, wenn ich nicht, solange ich nicht gut Französisch kann. Und selbst dann ist es schwierig, weil das Rechtssystem nicht vergleichbar ist. Eine solche top-qualifizierte Ukrainerin ist Natalia Ushakova. Über das Programm Mentoring für Migranten sucht sie eine geeignete Beschäftigung. Sie war Zollbeamtin in Mariupol und ist mit ihrer 15-jährigen Tochter und ihrer Mutter nach Österreich geflüchtet. Deutsch hat sie in der Ukraine gelernt. Zusätzlich zu ihrem abgeschlossenen Wirtschaftsstudium ein großes Plus bei der Arbeitssuche. Als ich nach Österreich angekommen bin, wollte ich zuerst mein Deutsch verbessern, weil wegen des Krieges habe ich alles, was ich konnte, vergessen. Und dann wollte ich selbstständig die Arbeit zu suchen. Und vielleicht in ein paar Monaten habe ich beschlossen, hier in Österreich zu bleiben, weil meine Stadt völlig zerstört und okkupiert ist. Eine Ansprechperson zu haben, der man auch sein Herz ausschütten kann, ist wichtig für Vertriebene. Natalias Mentorin ist Unternehmerin und wird sie bei Bewerbungen und Amtswegen unterstützen. Ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir da jetzt wirklich intensiv zusammenarbeiten, dass das rasch gehen wird, ja in den nächsten 2-3 Monaten, dass wir da schon was bekommen werden. Die beiden treffen sich schon bevor das Programm am 19. Jänner beginnt in der Kantine der Wirtschaftskammer. Von 89 TeilnehmerInnen sind heuer 23 UkrainerInnen. Wir merken es jetzt im Programm, sonst wir haben auch einen recht hohen Akademikeranteil bei den Personen mit Migrationshintergrund oder Fluchthintergrund. Aber bei den Ukrainerinnen sehen wir, dass die noch mal besser qualifiziert sind. Also da sind wirklich fast alle mit akademischem Abschluss. Natalias Mann ist noch in Mariupol. Ihr größter Wunsch? Dass die Familie wieder zusammenkommt und... Vor allem möchte ich nützlich sein. Ich möchte nützlich für Österreich sein, für das Land, das mich unterstützt. Auch Katharina vermisst ihren Mann Sergej, der in der Ukraine bleiben musste. Ein Neubeginn zu dritt in Wien, das wäre ihr Traum. Den Grundstein dafür hat sie schon gelegt. Ich mag mein neues Leben. Ich habe nette Arbeitskolleginnen und ich habe neue Freunde. Dafür bin ich sehr dankbar.